So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Ich wollte ja eigentlich die Wände hochziehen. Ich wollte ja hier so eine Art... Nein, das wusste ich noch nicht, was ich hier machen will. Auf jeden Fall oben drüber auf dem Dach will ich dann ein Gewächshaus bauen. Und für ein Gewächshaus braucht man... Ja. Dünger. Ist nun mal leider so, ich brauche Dünger. Und ich bin kein Freund vom Komposter, von daher habe ich mir gedacht, machen wir mal eine Erkundungstour... für einen Mistkäfer. Ah, ein Kackekäfer. So. Wir wollen einen Kackekäfer heute zähmen. Sagen wir es mal so. Ich glaube, ich weiß, in welcher Höhle ich welche finden könnte, ohne gegen 500 Millionen Fledermäuse, Spinnen, Skorpione und allen anderen Krimskrams zu kämpfen. Wenn ich Glück habe, was den Spawn angeht. Wir werden es gleich erleben. Ah, da ist schon wieder, das sind schon wieder Raptoren. Ein Fiomir, ja, das könnte ich mir auch gleich schnappen. Wir fliegen zum Vulkan. Wer hätte es gedacht? Gibt es hier vielleicht Terezin? Das ist nur mal so aus reiner Neugier. Ich kann zwar den Sattel noch nicht lernen. Da brauche ich noch zwei Level für. Aber man kann ja schon trotzdem schon mal Ausschau halten. Und das Tierchen schon zähmen. Ist doch nicht so. Ich zähme ja auch nicht erst mit Level 96 ein Giga. Wobei ich die gezähmten Gigas ja sowieso nur verpaaren werde und daraus eine Killermaschine mache. Der rote Obelisk, da wollte ich gar nicht hin, ich will in diese Richtung. Bin wieder total falsch geflogen. Wie es sich gehört. Naja, ist ja auch egal. Da schon wieder ein Diplodocus, ich mag die Dinger irgendwie nicht so richtig. Die könnten auch ein TLC gebrauchen. Die sind sowas von nutzlos. Ich meine, die haben Nahkampfschaden von null. Die gehen dann nur auf die Nerven, das ist alles. Da ist ein Terezino. Sogar recht gut platziert. Wann war das da? Ich sag nicht, das ist noch ein gutes Level. Ah, Level 40, okay. Kein gutes Level. Ein Spino. Wir müssen auf die andere Seite, wenn ich mich recht entsinne. Ja, geradeaus. Einfach geradeaus weiter. Auf die andere Seite von Vulkan, bei ungefähr 40, 50 müssen wir hin. Da ist nämlich eine Höhle. Die habe ich schon mehrmals gesehen und habe auch, glaube ich, schon auch dazu Bezug genommen. Da ist sie. Da ist sie. Was zum Henker ist das ein... Das... Oh Mann, ist das ein Alu. Ich raten. Low-Level.
Ja, naja, 152 war ja klar. Aber ein Giga mit dem Level wäre nochmal was. Und dann der Farbe. Das wäre genau das, was ich gerne hätte. Aber es wird kein Giga mehr geben mit dieser Farbe. Das war die. Oh, da ist ein bunter Dilo. Mich verarschen oder was? Hallo? Will mich da jemand zum Narren halten? Als. Ich kann doch ein Dilo hochheben, na also. Na also, geht doch. So. Hier ist die Höhle, hier ist der Eingang. Und hier ist der Tod. Apropos Tod. Also, hast gerade dein Geschäft verrichtet. So. So. Da liegt Large, genau. Eben zweimal sogar Large, ne? Ja. Nee, nur einmal. Okay. Und dann nur einmal. Ich sehe ja gerade, ich habe noch die alte Ausrüstung. So, das kommt auf die 3. Das auf die 1. Einfach nur. Ne? Huh. So. Dann wollen wir mal ganz langsam gehen. Ganz langsam, in der Hoffnung. Da, man hört es. Die sind in den Wänden drin. Alter. Die sind in den Wänden drin. Ja, die spucken hier nämlich durch die Wände an. Oh je. Okay. Böses Drecksvieh. Die denn auf einmal her? Da, aus den Wänden. Da ist einer. Aber hier ist eine scheiß Schlange. Verpackt sich da. Okay. Okay. Ich bin gleich ohnmächtig, habe ich das Gefühl. Sei du hast irgendwie Stimmbären dabei. Okay. So. Mehr haben wir aber nicht. Ich habe jetzt zwar Durst. Genau. Genau, jetzt kommt der Moment, an dem ich Durst habe. Ich habe immer noch, bin immer noch ein bisschen narkotisiert. Muss nur vorsichtig sein. Da ist die Schlange. Ich will sie ein bisschen nach draußen locken. Oh. Boah, ist das hier schlimm. Es ruckelt ja wie Sau.
Ist sie jetzt durch den Boden gefallen? Ich will mal hoffen, dass sie nicht mehr auftaucht. Da ist sie wieder. Jetzt komm doch. Die kommt hier nicht raus, habe ich das Gefühl. Boah. Es ruckelt hier echt an. Ich habe schon ein bisschen Angst. Weil ich weiß, dass ich dieser... Da ist der Käfer. So. Okay, ich habe es irgendwie geschafft, hier rauszukommen. So, da vorne sind nämlich schon die Raptoren hier. Und das war's. Ha, wir haben Dung Beetle bekommen. Das war eine Tortur, ja. Gut, dass ich ein paar... Oh, das sind... Rexe? Mann, zwei Rexe gegen... Weiß ich nicht was. Ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Wir haben... Glücklich wie wir sind... Ein fucking Dung Beetle. Mann, bin ich echt erleichtert. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, da wieder raus zu sein. Oh, schade, in der Höhle sah der mehr rötlich aus, muss ich gestehen. Sieht irgendwie stinknormal aus. Ich dachte, ich hätte etwas Besonderes. Level ist auch nicht so besonders, aber ich bin eigentlich froh, dass das Level nicht so hoch ist. Weil es in der Regel scheißegal ist. Ich glaube, das Gewicht, die Traglast ist sowieso meistens relativ low. Du kannst einen Level 200 erzählen, der hat 10 Getraglast und der hier hat auch nicht viel, wird auch nicht viel weniger haben. Also die haben alle so nicht allzu überragend viel Traglast. Das ist dort ewig, bis die da mal an die 30, 35 kommen. So. Wir kacken jetzt nicht, ich hoffe es zumindest. Weil wir stopfen das Ding gleich einfach mit Kacke voll, so wie es sich gehört. Na, das hat doch alles ganz gut geklappt, würde ich sagen. Ganz gut dafür, dass wir überhaupt nicht ausgerüstet waren. Na, ich weiß gar nicht, welches Artefakt es da in der Höhle gibt. Und wir werden die Höhle auf jeden Fall nochmal machen. Also, was heißt ja machen? Wir haben die Höhle ja nicht gemacht. Wir sind einfach nur wie besessen hin und her gerannt. Wir haben eine Spinne getötet. Das darf man jetzt nicht vergessen, ne? Also. Wir haben eine fucking Spinne getötet. Deswegen sind wir auch halb bewusstlos gewesen. Aber immerhin, keine Tausendfüßer. Die Schlange hat sich irgendwie in Luft aufgelöst. Ach, diese Höhle ist wirklich sowas von verbuggt. Aber sei es drum, da unten ist meine Base. Also, das war's schon mehr oder weniger. Fertig ist. Ja.
Und den können wir hier reinschmeißen. Zack. Der ist auf passiv gesetzt. Wenn meine Rechnungen korrekt sind. Oder habe ich falsch gepfiffen? Nee, ich müsste richtig gepfiffen haben. So, was nehmen wir denn? So, das macht Damage. So. Zack. Ich muss auch kacken. Zack. Und der muss nicht kacken. Der muss nicht kacken. Voll die Frechheit irgendwie. So. Und so. Hat doch ganz gut geklappt. Nee, ich habe nur einen Large gehabt, den ich verbraucht. Andere sind Medium. Diese 5,9, 6 Gewichts. Ah, danke. Bam. Noch was, noch einer, der meint, seine Scheiße loswerden zu wollen. Ja. Und Problem ist, ich muss das Ding auch noch auf, nicht den Raptor, den Raptor wollte ich nämlich nicht. So. Ah, das geht schon nicht mehr. 1,5 ist schon zu viel für den. Oje, oje. Stellen wir mal auf Wandern. Gehen wir nochmal zu fressen. So. Stellen wir mal auf Wandern. Nee, ich mach das noch nicht. Weil hier, ich weiß nicht. Ist das hier. Oh, da ist ja noch einer. Mann. Na los. Mach das vielleicht wieder zu. So. Wir haben in unserer Smithy, die tolle Smithy hier, mit, haben wir ja genug Metall. Zement könnte ich nochmal ein bisschen farmen gehen. Feuer, Fleisch. Split all. Das könnten wir irgendwie reparieren. Ach, ich verstehe immer noch nichts. Was brauchst du denn? Einmal Wood. Aha, hier ist kein Holz dran. Genau, wir wollten ein Greenhouse. Genau. Ja, können wie viele davon herstellen? 37 davon. Okay, das ist doch schon mal gut. Ich brauche 19 Stück. Ich brauche erstmal davon eins und davon eins. Dann brauche ich 35 davon. Nee, 19 Stück, wenn meine Berechnungen korrekt sind. So viel brauche ich, glaube ich, gar nicht. Wir lassen das mal so, wie es ist. Wir brauchen vor allem erstmal müssen wir herstellen. Wir brauchen erstmal. So, was brauche ich dafür? Stein. Ja, Stein. Sedge, Wood und Fiber. Fiber ist das große Problem. Da habe ich nicht mehr so viel. Sedge und Wood ist alles im Mammut drin. Wood und Sedge und Stone. Okay, wie viel kann ich herstellen? Nicht allzu viele wahrscheinlich. So. Zwei Stück kann ich herstellen, weil mir fehlt Fiber. Fiber fehlt mir. Ich habe auch nirgendwo mehr Fiber übrig. Das heißt, wir müssen jetzt erst einmal. Was ist mal. Ach, ich habe doch gar keine. Habe ich nicht eine Sichel gehabt? Ah, wusste ich's doch. Machen wir mal eine Sichel. Wir müssen gleich mal ein bisschen Fleisch herstellen. Und dabei erstmal ein bisschen Fasern sammeln. So. Denn wir brauchen unbedingt. Denn wir brauchen ja schließlich Dünger dafür, damit unser ganzes Gemüse wächst, damit wir auch mal was Vernünftiges machen können hier. Wir brauchen ja schließlich mal hier zum Beispiel dieses Buckwheat Blend. Da braucht man ja so einiges an Zeug. Oder um die Kuchen herzustellen. Egal wie man es dreht und wendet, um ein Gewächshaus kommt man eigentlich nicht vorbei. So oder so nicht. Je nachdem, welche Ansprüche man hat, aber eigentlich kommst du da nicht vorbei. So. Zwei Level.
So, jetzt aber, das müsste eigentlich reichen, oder? 8 Stück, genau. Ich werde aber nur 6 haben. 6 reichen mir völlig aus. Dann wollen wir mal weitermachen. Ja. Ich verdurste hier schon wieder, weil ich die ganze Zeit nur renne. So. Jetzt haben wir alles, aber jetzt Gewächshaus können wir natürlich noch nicht bauen, weil wir noch nicht die Wände entsprechend haben. Logische Schlussfolgerung, ne? Wir müssen noch Wände genug haben. Das heißt, wir werden gleich ein bisschen, werde ich offscreen ein bisschen weitermachen. Ich habe nämlich jetzt also das, was ich brauche. Theoretisch kann ich das auch hier drauf machen und dem. Nee. Nee. Ich brauche jetzt erstmal Fleisch. So, ich habe jetzt erstmal diese verdammten Dinger. Die packe ich mal hier rein. Zack. Und. Bam. 11 davon. Narcotics, das können wir mal hier reinpacken. So. Oh, da können wir einiges herstellen, wie man sieht. Na, wir brauchen Fleisch. Damit wir mal ein bisschen. Wir haben ja kein Fleisch mehr. Ah, Mann. Mann, was mache ich denn hier? Wie? So. So, Rex, lieber Rex. Nehmen wir mal ein bisschen davon. Ah, und das können wir mitnehmen. Da, dann das. Den wollte ich nicht haben. Ich wollte das Fleisch haben. So. Wir brauchen erstmal. Habe ich denn genug Benzin? Ist jetzt die Frage. Hab ich hier was drin? Da habe ich nichts drin. Hier habe ich was drin. Oh, sollte reichen. So. Okay. Weiß nicht, warum das hier so angezeigt wird, aber ich lasse das einfach mal so. Verwirrt mich nur ein bisschen. Von daher. So. Gehen wir mal ein bisschen hier rein. Müssen mich noch jede Menge. Wir gehen mal ein bisschen farmen. Was soll's denn? Ich brauche ja eben eh noch jede Menge. Ja, ein bisschen Stein brauche ich eindeutig noch. Oder habe ich da noch. Habe ich das, den Stein schon alle verbraucht? Ich habe noch davon welche. Nö. Sieht nicht so aus, als ob ich noch Stein übrig hätte. Großartig. Dann gehen wir mal ein bisschen Steine klopfen. Na, ist das Mammut im Weg? Ernsthaft? Da-da-da. Ich finde es lustig, dass sie so schön schwimmen können. So, Stein haben wir ja eigentlich genug. Und da sind wir wieder. Da haben wir. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte den Stein hier haben. So, 100 Steine. Gibt, ist doch mal was. So. Das macht schon ein bisschen mehr Spaß. Muss natürlich jetzt da oben aufpassen, weil da Raptoren sind. Könnten wir eigentlich mit den Kanu mal vorbeigehen? Ich weiß nicht, ob die einen vom Kanu runterreißen.
Ob sie mich überhaupt angreifen, würde mich mal interessieren. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Einen gewissen Respektbonus haben sie ja wohl. Ich will es hoffen. Es sind aber nur zwei Raptoren, das heißt, sie können sich problemlos beseitigen. Der Kano hat ja diesen tollen Knockback-Effekt, also dass die Raptoren eigentlich gar nicht an mich drankommen. Von daher, solange ich es nicht übertreibe, kommt allerdings auch auf das Level der Raptoren an, wenn das gute Level sind. Tja, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Aber so, jetzt haben wir ein bisschen gefarmt. Von daher, Ausdauer. Geht der Spaß wieder los. Rumgekacke. Schmeiß die Dinger noch nicht so weit weg. Kann ich die nicht mal aufheben. Meine Güte. Na, war's das? Zack. Boah, sechs Kackhaufen. Er kackt sich hier noch den Leib aus der Seele. Oh, da hat noch jemand gekackt. Meine Güte. Tausend Stein ungefähr. Ich hätte noch einen weiteren Käfer mitnehmen sollen. Vorausgesetzt, ich hätte einen gefunden. Ich weiß es ja nicht. Jetzt ja gut, kommt gar nur. Mach mal eine. Was brauchst du? Ausdauer? Ah, kaum Damage. Ja. Aber diese Level-Animationen, die sind teilweise echt. Naja. Ich finde es schade, dass man Level-Animationen nicht abbrechen kann. Weil ich es nicht nachvollziehen kann. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Teilweise sind die so lang, dass man nicht während eines Kampfes leveln sollte. Okay. Oh je. Okay. Kein Respekt hier. Ah, erleben. Machen wir einfach mal. Hab ich irgendwas was Gutes bekommen? Nee, ein normaler Oviraptor. Brauche ich jetzt aber auch noch nicht. Mann. Unverschämtheit. Kein Respekt vor. Und kein Respekt vor ein Kano. Naja, aber von Rex werden sie ja wohl Respekt haben. Aber Level 74 bin ich noch nicht. Finde ich nicht in Ordnung. Wo habe ich das ganze Set schon getan hier? Habe ich das in dir drin hier? Ne, du hast mir das ganze, den ganzen Stein. Kann ich den überhaupt tragen? Boah, ich kann die sogar tragen. Bin ich nicht genial.
300 Gewicht sind schon was Schönes. Machen wir mal aus. Ein Benzin habe ich jetzt verbraucht. Ich brauche noch eine Räucherkammer irgendwo. Hier so. Direkt daneben. Gibt das Fleisch direkt da reinpacken. Das wäre doch was. Habe ich aber jetzt keine Lust dazu bauen. Also. In wen habe ich denn jetzt das Zeug reingetan? Ich hatte doch gerade jede Menge. Ah, Werkbank wahrscheinlich. Habe ich das in die Werkbank getan? Oh ja, jede Menge von denen sogar. So. Ah ja. Ah ja. So, dann bauen wir mal was. Wir brauchen Wände. Wände, Wände, Wände und Wände. Na, ist egal welche Wände. Ich nehme es aber an die normalen Wände. Ich mache mal 25. Ja, das reicht nicht. Das 30 ist gut. Jetzt denke man, dass das erstmal für den Anfang nicht so schlecht ist. Ich mache Ihnen mal einen kleinen Schnitt. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Hab ein paar Wände hergestellt. Und wir bauen nochmal ein bisschen weiter. Das packt die Scheißfackel weg. Boah. So. Haben wir ein kleines Problem. So, genau, hier brauchen wir unsere tolle Knarre. Zack. Ah, das heißt, ich habe das hier alles falsch gebaut. Geht das wirklich nicht? Nee, das heißt... Okay, das heißt, das hier ist alles falsch. Zack, zack. Ah, toll. Das war nicht so geplant. So. Genau. Weiß, pack doch mal deine dämliche Fackel weg. So. Ist nicht so einfach. Zack. So. Okay, müssen wir das so machen? Da das hier sowieso ein getrenntes Gebäude vom Rest ist. Jetzt hört doch mal auf die ganzen anderen. Ja. Oh, ich kriege einen Anfall. Ich kriege. Jetzt packt eine Waffe weg. So. Ganz ruhig. Ich mache jetzt wieder viel zu schnell. Nein. Ernsthaft. Ernsthaft, ich kann jetzt die Tür nicht aufmachen. Ist das euer Ernst? Mann. So, ganz ruhig. So, läuft doch. Spitzenmäßig, oder? Na.
Ganz ruhig. So. Jetzt etwa schon wieder. Jetzt hör auf, immer zu trinken. Ja. Sieht auch von außen nicht so schlimm aus. Boah, ist das schlimm. Ich muss mal. Ja, gut. Damit ist das Schwierigste geschafft. Denn jetzt kann ich ganz seelenruhig. So. So, ich habe also keine Wände mehr. Ach, herrje. Brauche also noch mehr. Naja, aber ich denke mal, das mache ich dann offscreen. Und ich würde sagen, das war's für heute. Also eigentlich haben wir nichts weiter gemacht, außer ein bisschen Stein gefarmt und ein Dungbeetle gezähmt. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal. Ich will euch nicht zu sehr langweilen. Von daher sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.